Guys, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Luigi's Mansion 3. Ich hoffe, ihr wisst alle Bescheid, wir sind tatsächlich in der letzten Folge. Ich würde sagen, wir starten direkt jetzt hinein. Ich glaube, actually, das war das weirdeste Intro, was ich je aufgenommen habe. Lasst uns durch die Tür gehen. Ich empfange Signale einer ungewöhnlichen Präsenz hinter dieser Tür. Luigi, bist du bereit, da hineinzugehen? Eigentlich nicht, aber mich fragt ja keiner. Gut, mehr Ratschläge habe ich nicht. Ich wünsche dir alles Gute, Luigi. Sei vorsichtig und... Huch! Ah! Oh nein! 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 Ja, das, sage ich mal so, hört sich jetzt erstmal auch nicht so gut an. Aber Mario, guten Tag. Mein Plan für heute... Ich schätze, also ist nur die Idee, König Boo zu fangen. Glaubt's mir oder glaubt's mir nicht, aber das ist meine grundsätzliche Idee. Er hat mich tatsächlich gegettet, obwohl ich mich daran erinnern konnte. Hier ist noch was. Oh, das seht ihr gar nicht, weil ich wieder davor sitze. Es tut mir leid. Ist tatsächlich, glaube ich, das erste Mal, dass ich in einem Video Gebrauch von meinem großen Greenscreen gemacht habe. Ich hoffe, euch hat das Intro gefallen. Es hat sehr viel Überwindung gekostet. Und es war sehr anstrengend. Ich musste mich bewegen. Glaubt es oder glaubt's nicht, ich habe mich bewegt, ja. Mhm. Ich weiß, wenn wir einfach weitermachen, du bist nicht witzig, Kollege. Mach einfach deinen Job und spiel das Spiel durch. So, das sollten wir... Ich finde schön, dass du springen kannst, Mario. Ich wollte nur mal kurz erwähnen, dass ich das nicht kann. Wir bräuchten jetzt eigentlich so einen Zoom, dass die Treppenstufen so richtig nach unten swipen. Entschuldigung. Alles gut, ich sag gar nichts mehr. Sorry, okay. Ja, das war aber auch tatsächlich... Also... Das ist ja die Vorlage des Jahrtausends, davon Gebrauch zu machen. Das dreht sich... Oh, oh. Gibt's da was für? Edelsteine gibt's nicht mehr. Geld? Ja. Also ob Geld jetzt sowas ist, was ich noch brauche. Ich bin gleich davor, einen Geist zu bekämpfen, der 10-mal so groß ist wie ich. Wie krass wird es denn schon... Also... Wie krass wichtig wird denn das Geld schon sein? Junge, Mario, hör doch auf. Nee, Mario mag ich nicht mehr. Guys, Nuba wird abgebrochen, das war's. Oh. Oh ja, wichtig. Ich weiß gar nicht, warum ich weniger Leben habe. Vermutlich noch von der letzten Folge. Für mich ist die letzte Folge tatsächlich schon wieder eine Woche her. Weil mittlerweile, ich habe einen exakten Plan für die Woche. Freitag den entspannten machen. Samstag den ganzen Tag Nuba-Videos schneiden. Also ein neuer Video. Und Sonntag werden dann 3 Videos für die Woche aufgenommen. Oh mein Gott. Ich bin ja schon unterwegs. Das sieht geisteskrank schön aus. Wie kann dieses Spiel auf der Switch laufen? Warum ist Pokémon so ein Müll? Schaut euch Karmesin an, schaut euch Purpur an, schaut euch Arceus an und vergleicht das mit Luigi's Mansion. Ja, Luigi's Mansion ist kein Open-World-Game, aber come on. Selbst Breath of the Wild sieht besser aus und das ist Riesen-Open-World. Ach komm, nee, wir reden da nicht drüber, wir machen den entspannten. Wie komme ich eigentlich da? Ich laufe einfach mal den Weg entlang. Oh, ui. Kriegen wir noch mal so einen schönen Zoom jetzt? Ich würde da einfach sterben, wenn ich das machen würde. Ich habe so unfassbar... Also ich habe keine Höhenangst. Das ist natürlich so weit oben in der Luft, da kriegt man nicht mehr so gut Luft und ich würde einfach ersticken. Also nicht, dass ich Höhenangst hätte oder so, aber hier oben rumzulaufen wäre sehr gefährlich für meine Lunge und für mich. Die würde einfach kollabieren, weil es einfach... Der Druck, der... Hallo? Der hält nicht stand, so. Ja. Das ist die erste Ausrede, die man findet, wenn man sucht, Höhenangst. Was kann ich dagegen sagen? Oh, 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 passiert was? Ist Mario gerade einfach aus dem Nichts gespawnt? Ist okay. Lass uns Prinzessin Peach mal befreien. Yahoo! Yes!
Wie dreist von dir, dich mir entgegenzustellen, Luigi. Du hättest lieber flüchten sollen, solange du noch die Chance hattest. Aber du bist lieber geblieben und hast dich bis hier oben durchgekämpft, um mich herauszufordern. Du Narr. Na schön, mit Hilfe von Igits ärgerlichen Erfindungen hast du dir den Weg durchs Hotel gebahnt und über Geister aufgesaugt. Ist ja auch egal. Nur weil du all die Geister aufgesagt hast, kannst du es noch lange nicht mit mir aufnehmen. Und diese Sarah Schreck, sie hat deine Leute einfach entkommen lassen. Es nervt, wenn jemand entwischt, der in ein Bild gebannt war. Sarah Schreck, diese Geister, nutzlos, allesamt. Ich werde alles selbst ins Reine bringen müssen. Das Maß ist voll. Die Zeit der Gnade ist vorbei, Luigi. Keine Tricks und keine ausgeklügelten Strategien mehr. König Boohoo greift jetzt voll hart durch. Ihr werdet allesamt in einem Gemälde landen. Ein schönes Gruppenbild, das ist euer Schicksal. Ihr habt es nicht anders verdient. Das hätten wir gleich. Na los, geseh dich sofort zu den anderen. Mein Gemälde muss vollständig sein. Entschuldige, dass du so lange warten musstest. Bist du bereit? Ja, nein, es ist mir egal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Och nee, was ist das denn schon wieder? Hab ich mich verzählt? Moment mal, es sollten doch sieben sein. Wer fehlt denn? Luigi, was machst du denn da drüben? Ach, es reicht. Du gehst mir so dermaßen auf den Geist. Ich bin lustig, ich hab Geist gesagt. Du willst also kämpfen? Na schön, dann los, Luigi. Das ist dein Ende, endgültig. Hier kommt König Boohoo. Ey, ich bin tot. Das war meine krasseste schauspielerische Leistung jetzt. Lauf, lauf, lauf. Wir bleiben ganz entspannt. Ich habe den Bosskampf schon das ein oder andere Mal gemacht. Heißt nicht, dass ich gut darin bin. Nur um das mal kurz klarzustellen. Das ist ja schon mal schön. Ja, dumm. Oh, nein. Oh, ich kenne mich doch nicht aus, Mann. Oh, ich habe gar keinen Bock eigentlich zu sterben. Aber dann seht ihr den Deathscreen. Der ist voll cool in der, war das nicht so, dass ich die wegpusten kann? Doch, man konnte die wegpusten. Nur der Scam ist real. Nein, nein, bitte. Halt, stopp. Bumm, rein da. Wichtig. Dafür gibt's sogar Herzen. Oh, und komm her. Die Sache ist, wir brauchen beide, so viel ich weiß. Ja. Zack. 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 So will ich das. Weg mit dir, Luigi. Okay. Fängt gut an, fängt gut an. Ist noch nicht schlimm bis jetzt. Er hat sich geklont, aber nicht 1:1. Von dem Originalen leuchten A die Augen und B, er hat 14 und nicht nur 2. Das ist wichtig zu wissen, falls ihr den Bosskampf auch macht. Und nicht... Oh nein. Das war so knapp. Oh. Oh, nur der Echte macht eine Welle. Ja, das wusste ich nicht. Ich kann nicht fliegen, weil er... Ich werde sterben. Geist, wir werden einfach sterben. Wie stupid ist das denn? Jetzt kommt die Zungen-Action. Oh, bitte. Oh mein Gott. Oh, bitte.
Warum? 5 Minuten Pause. Was macht ihr? Okay. Laufen, in Bewegung bleiben. Rein da. Ich will das Herz, bitte. Ja, explodier und stirb. Aber gib mir das Herz. Let's go. Okay. Ich kann ihn nicht taken. Das ist der Scam. Und rein da. Let's go. 1, 2, 3. Gib mir die Herzen. Let's go, so muss das. So muss das. So will ich das. Was passiert jetzt? Der Typ ist komplett durchgeknallt. Aber ich bin ja kein Psychologe. Ich würde das trotzdem so einschätzen. Okay, rechts ist der echte, da wo ich davor sitze. Wir haben ein Zeitlimit. Das macht's nicht besser. Oh, bitte. Ich glaube, am smartesten ist es hierbei, sich in die Mitte zu stellen, weil wir dann... Trader! Weil wir da die besten Chancen haben, irgendwo hinzurennen. Es ist wieder dieselbe Fläche. Okay. Nein. Das sind alles Fake-Bomben. Also halt, die straight up explodieren. Ich kann die gar nicht aufsaugen. Das ist komplett die Hölle. Bitte. Ich bin da eh gleich tot. Oh, ich dachte, das Feuer würde Damage machen, wenn ich da durchlaufe. Danke, riesengroßes Klavier, dass du mir die Sicht versperrst. Bitte. Ich muss mein Mikrofon anders hinschieben. Das ist geölt, das rutscht jetzt immer weg. Bitte, mach bitte nichts mehr. Keine Zungen-Action. Ich bin tot. Bitte. Sind wir safe? Jetzt kommt das hier nochmal. Durch. 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 Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Niemals, niemals. Okay, okay. Last chance jetzt. Jetzt machen sie Stampfattacken-Action. Nein, machen sie nicht. Doch. Was? Woher soll ich denn wissen, dass er... Ja, das ist Betrug. Ey. Mein eigenes Leben hängt davon ab, so fühlt es sich an. Ja, komm. Laufen, laufen, laufen. Rein da. Bitte. War das der Richtige? Ja. Ist das das Ende? Ich weiß es nicht. Das wäre so cool. Ah!
Oh, hello. Oh. Okay. So, an der Stelle würde ich sagen, kommen wir zum Fazit dieses wunderbaren Spiels. Ich möchte schon im Vornherein sagen, es wird ein kurzes Fazit, glaube ich. Denn, wo fange ich? Wir fangen bei den Kritikpunkten an. Kommen wir zu den positiven Punkten. Meiner Meinung nach, dieses Spiel hat einen einzigen Punkt, negativen Kritikpunkt, würde ich sagen. Würde ich jetzt mal so einschätzen. Und das ist wirklich die Ebene B2. Dieses Wasserwerk unten mäßig. Das ist bei mir auf jeden Fall ein großer Minuspunkt, weil ich das mit diesem Entenmäßigen, in dieser Ente-Kreisrunden-Ente da, dieses Rumfahren an sich einfach, das ist einfach nichts für mich. Das war nicht so mein Fall. Das ist mein Kritikpunkt. Und da das halt Geschmackssache ist und das kein wirklicher Kritikpunkt, ist dieses Spiel halt eine 10 von 10. Es gibt keine Kritikpunkte. Vielleicht ist das Spiel zu kurz, wobei ich das auch nicht sagen würde. Wir haben jetzt, ich habe vorher auf die Fall geguckt vor dem Bosskampf, wir hatten tatsächlich 14 Stunden Ingame-Zeit. Klar, natürlich, ihr habt nicht komplett 14 Stunden Content, weil ich auch viel rausgeschnitten habe und so. Aber an sich, 14 Stunden hat dieses Spiel jetzt gedauert, durchzuspielen. Und ich finde, das ist auch nicht kurz oder so. Es hat sich nur kurz angefühlt, weil es halt immer irgendwie innovativ war, mit Sachen vollgestopft war. Es war immer Kreativität drin. So, deswegen hat sich das für mich halt voll kurz angefühlt. Und keine Ahnung, es ist schade, dass es schon wieder vorbei ist. Es ist ein wunderschönes Spiel. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, wo ihr das Spiel holen könnt, falls ihr es auch selber haben wollt. Ich empfehle es jedem. Also es gibt nicht die Zielgruppe, die dieses Spiel hat. Also das können Leute spielen, die 5 Jahre alt sind, die werden damit Spaß haben. Es können auch Leute spielen, die 30 sind, sie werden damit Spaß haben. Luigi's Mansion ist halt ein Allrounder-Game, es ist für jeden was dabei. Der Charme ist da, die Atmosphäre ist da, es ist lustig, es ist Horror, aber es ist nicht Horror, es ist cool. Ich feiere alles. Vor allen Dingen der Humor. Der Humor dieses Games macht so viel aus. Geister, die ein bisschen stupid sind. Oder auch einfach das Acting der Geister, wie Geister manchmal gucken. Oder auch diese Szene zum Beispiel in der 8. Etage. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ich schilder euch ganz kurz. Da ist der Aufzugknopf, fällt Luigi auf den Kopf und rollt einfach weg und Luigi steht da wie ein NPC rum, in der T-Pose einfach so. Er bewegt sich nicht. Selbe Szene bei dem Kaufhaus Gebiet, da wird er auch von einem Geist erschreckt und er steht einfach so da, dann tippt ihm der Geist auf die Nase. Das ist so funny, ich feiere das so mega. Also der Humor in diesem Spiel ist 10 von 10. Das Gameplay ist immer noch das gleiche wie im ersten Spiel. Du läufst rum,
und saugst Geister ein. Aber es hat sich halt wirklich perfektioniert. Im ersten Spiel war es so, du konntest Geister einsaugen, du musstest sie nur anleuchten. Im zweiten Teil kam es dann dazu, dass du blitzen konntest. Und im dritten Teil kam dann dazu, dass du dich zusätzlich auch noch drehen kannst im Kreis, während du saugst. Was die Bereicherung verzehnfacht hat. Das ist so perfekt und gut. Und dann auch noch der Pömpel, der einfach meiner Meinung nach zu wenig eingesetzt wurde. Klar, natürlich für Vasen und so. Wir hatten ihn ein, zweimal bei einem Bosskampf. Ich glaube. Zweimal bei dem Hai mussten wir uns festhalten am Schiff. Und der zweite Boss, die Putzfrau, bei der wir uns den Körper pömpeln mussten. Trotzdem, der Pömpel ist super funny, ist auch dabei. Also all in all, es gibt keine negativen Punkte. Wenn ihr negative Punkte habt, schreibt die in die Kommentare. Sie müssen konstruktiv sein. Bitte schreibt nicht, ja, ist ein schlechtes Spiel. Schreibt, was ihr nicht so gut findet und schreibt, was ihr gut findet. Ich würde mich mega über euer Feedback freuen. Und wenn ihr weitere Projekte nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall den Channel. Falls Luigi's Mansion 4 kommt, ihr werdet es hier direkt erfahren. Ich werde es auf jeden Fall für euch spielen. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr diese schöne Folge schaut. Lasst einen Like da, es würde mich mega, mega freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, Leute. Wir haben den B-Rang. Ja, es gibt verschiedene Ränge, ganz kurz, um das noch zu erklären. Es gibt den C-Rang, es gibt den B-Rang, es gibt den A-Rang. Ich glaube, es gibt keinen S-Rang. Und je nachdem, wie viel Geld wir gesammelt haben, ist das Haus größer oder kleiner. Bye, everybody.